Ja, heute in kleiner Besetzung unterwegs. Spontan haben wir uns geeinigt, heute eine kleine Wanderung ins Grösseltal zu machen. Der Frieda, der Helmut und ich. Und die Phoebe ist auch wieder dabei. Wir wollen heute im Grösseltal in diese neu eröffnete Gaststätte Grösseltalwirtschaft gehen. Und vorher haben wir zur Stärkung beim Frieda schon ein paar Weißwürste gegessen und natürlich ein Weizenbier getrunken. Und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Neuenburg. Und vielleicht gehen wir zuerst auf den Angelstein. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach mitkommen. Das Wetter ist, bewölkt, grau, angenehm von der Temperatur. Also, wird nichts Besonderes, aber vielleicht habt ihr Lust mitzukommen. Ja, das sind die Neuenburg und der Frieda geht gerade ins Wanderheim und sagt, wir kommen später als Gruppe, weil wir mussten umdisponieren. Grösseltal hat keine Plätze mehr, wir hatten keine Reservierung und deswegen reservieren wir jetzt im Wanderheim in Neuenburg. Jetzt sind wir gleich am Angelstein. Das ist eine Felsformation, Felsengruppe, die hier am Hang ist. Und sieht sehr interessant aus. Ich glaube, ich habe euch auch schon mal Filme gezeigt von der Ecke. Vielleicht schon eine Weile her. Aber man kann sie bestimmt auf meinem Kanal finden. Und heute sind wir ja im Winter hier, aber ohne Schnee, und gucken mal, wie es dort aussieht. Vorne läuft der Frieda, Phoebe und Helmut. Da kommen schon die ersten Felsen. Ein 30-jähriger Krieg, glaube ich, ja? War das, oder? Doch, ich meine. Wir sind früher da Hanne immer mit dem Rädle hochgekommen. Ja. So. Vom Forstweg hoch. Ja. Da geht es ja schnell so ran, bin ich. Ja, ja. Am Schlafen jetzt, oder? Ja. Aha. So, jetzt muss ich gucken, wie ich von dem Fels wieder runterkomme. Ich habe mich hier hinauf bewegt und jetzt muss ich wieder runter.
Da wo die anderen zwei gerade durch sind, da klettere ich jetzt auch unten durch. Das ist ein Durchgang hier. So. Das war jetzt der Angelstein. Warum er Angelstein heißt, habe ich keine Ahnung. Müsste ich nachlesen. Aber er hat offensichtlich irgendwann in der Zeit der Franzosenangriffe als, na, wie nennt man das, Fluchtpunkt gedient, wo die Einwohner hier aus der Nähe sich hingeflüchtet haben. Das steht zumindest auf diesem Schild, das ich eben fotografiert habe. So, jetzt wandern wir wieder abwärts Richtung Neuenburg, Richtung Schloss bzw. zum Wanderheim, und da gibt es dann was zu trinken und zu essen. Jetzt fahren wir mit Frieders Auto zum Wanderheim nach Neuenburg, wo wir vorher schon vorbeigelaufen sind. Und da gibt es dann was zu trinken.